Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, in zwei Punkten, also wirklich mein Beitrag in der gebotenen Kürze der Zeit, wir haben ja noch eine lange Nacht vor uns, in zwei Punkten eine kleine Ergänzung oder Korrektur der Vorredner, Herr Kollege Streibel und Frau Auris, erstens Ehre, wem Ehre gebührt. Es war nicht Report Mainz mit der Sendung im Dezember 2011, wo zum ersten Mal der Sonderrevisionsbericht der Hypovereinsbank angesprochen worden ist, sondern es war ein bayerisches Organ, die Nürnberger Nachrichten, einen Monat vorher im November 2011 und nochmal einen Monat vorher auch in den Nürnberger Nachrichten war schon der Hinweis auf die eidesstattliche Versicherung des Herrn Braun aus Bad Pyrmont. Und damals war bereits in dem Artikel davon die Rede, dass dieses ja auch möglicherweise ein Grund für ein Wiederaufnahmeverfahren sei. Also in dem Fall kann man da schon etwas weiter noch zurückgreifen. Und gleich zu diesem Zeitpunkt gab es dann auch die erste parlamentarische Initiative. Ich sage jetzt nicht, von wem sie ist, aber Sie können sich dann weiterdenken. Der zweite Punkt. Herr Streibel, Sie haben gesagt, leider erst jetzt und die Dinge mussten reifen. Man kann es doch noch konkreter benennen, weil zu einem Untersuchungsausschuss, da ist erstmal ein Untersuchungsgegenstand notwendig und dann ein vernünftiger Fragenkatalog. Und wir alle sind letztlich durch ein bestimmtes Verhalten, ich mag es jetzt gar nicht werten, leitender Beamter, darauf gestoßen worden, das, was passieren muss. Sie haben es angesprochen, in den drei Sitzungen des Verfassungsausschusses im Dezember, dann am 28. Februar und am 7. März sind wir bedauerlicherweise von leitenden Beamten mehrfach mit der Unwahrheit bedient worden. Es sind zwei konkrete Dinge genannt worden. Man könnte das jetzt noch weiter spinnen. Also der Präsident des Landesamtes für Steuern hat dann in der nächsten Sitzung, das war die im März, wiederum die Unwahrheit gesagt, wo er gesagt hat, ich habe nicht gesagt, es gäbe keine Aktennotiz, sondern ich habe gesagt, es gäbe nur keine Aktennotiz, aus der hervorging, dass es einen unbotmäßigen Einfluss eines Richters gegeben hätte. Wer sich das Band anhört, und viele Journalisten haben ja mitgeschnitten, können ganz klar wahrnehmen, was hier gesagt worden ist. Und dann auch nochmal der Verweis aufs Steuergeheimnis. Das war alles andere als segensreich. Und auch der Generalstaatsanwalt hat in einigen Punkten zumindest, ich drücke mich mal höflich aus, sehr geirrt, was sich auch sehr, sehr locker belegen lässt. Beispielsweise an einer Definition des Richters Huber vom Amtsgericht Nürnberg, der ja ein bestimmtes Schreiben als Strafanzeige gewertet hat, eine Zeitschrift veranlasst hat und diese Weitergabe der Zeitschrift an die Staatsanwaltschaft Nürnberg führt, veranlasst hat mit der Überschrift Strafanzeige. Gut, das sind Punkte, die uns wirklich darauf gestoßen haben. Und was nochmal ganz entscheidend ist, neue Tatsachen, neue Beweismittel, ist auch schon einiges angesprochen worden. Das sind die Punkte, die sich in den beiden Wiederaufnahmegesuchen, die hier schon angesprochen worden sind, befinden. Ich greife jetzt nur das raus von der Staatsanwaltschaft. Das andere wäre dann zu umfassend. Erstens, gefälschte Urkunde wurde im Verfahren verwendet. Zweitens, die Hauptbelastungszeugin ist unglaubwürdig, ihre Aussagen sind unglaubhaft. Und dann drittens diese Geschichte mit der Warnausweitung auf beliebige Dritte, was ja ganz schnell eingedampft wurde auf eine einzige Person, die aber auch selbstverständlich in Kontakt dann wieder zu Leuten stand, die sehr stark von Herrn M. beschuldigt worden waren. Das sind allerdings Punkte, die definitiv nicht Gegenstand des Untersuchungsausschusses sein werden, weil das, was zusammenhängt mit der Urteilsfindung, mit dem Urteil vom August 2006 beim Landgericht, das muss in einem möglichen Wiederaufnahmeverfahren geklärt werden, auch das, was vorher das Amtsgericht gemacht hat. Also da haben wir auch ganz bewusst darauf geachtet bei dem Fragenkatalog, dass es hier sich nicht um diese Geschichte dreht. Allerdings greifen wir schon aus auf den Punkt, wo es um die Zuständigkeiten geht, Geschäftsverteilungsplan und wen kannte wer schon vorher. Also hätte man hier dieses auch beliebig oder so wie es passiert ist, der 7. Strafkammer dann zuordnen können. Was aber ganz, ganz wichtig ist, und ich denke, das ist schon rausgekommen, das ist das Verhalten der Finanzbehörden. Ja? Erstens mal, warum wird jetzt laufend die Unwahrheit gesagt? Und zweitens wird hier, also da muss man dann die Frage stellen, wird hier ohne Not gelogen oder gibt es eben die Nöte? Und dann fragen wir langsam zurück in die Vergangenheit, warum ist denn damals nichts passiert? Frau Merck, Sie haben uns ja dankenswerterweise auch dargestellt, dass die Finanzbehörden weitaus größere Möglichkeiten haben als die Staatsanwaltschaft. Und es gab halt schon konkrete Dinge. Es gab Buchungsanordnungen zu Nummernkonten, die garniert waren mit schönen Fantasienamen, wie das da so üblich ist. Es gab Anlagevermögensverzeichnisse, es gab
vieles mehr. Und es ist dann schon sehr beachtlich, dass 8,5 Jahre nach Aufschlagen der ganzen Geschichte überhaupt mal die entscheidenden Akten angefordert worden sind. Also 8,5 Jahre, da hätte man doch, denke ich, schon eher zugreifen können. Ein zweiter Punkt, der Kollege Streibel hat es genannt, ist dann die Geschichte, weshalb wird erst 1,5 Jahre nach Aufschlagen neuer Tatsachen und Beweismittel hier dafür gekämpft, dass es ein Wiederaufnahmeverfahren geben soll. Und dann eben der Punkt, dass wir dann das runterdeklinieren und in die Vergangenheit reingehen und da selbstverständlich auch das Verhalten der Staatsanwaltschaft nochmal abfragen. Also waren die Hinweise nicht doch konkret genug, ja oder nein? Also ich denke, der Fragenkatalog ist tatsächlich ehrgeizig, aber wir haben uns ja schon verständigt. Wir werden sehr, sehr intensiv tagen, teilweise 4 Sitzungen die Woche veranstalten und wir hoffen dann, hier das eine oder andere aufzuklären. Also ich greife hier gar nicht vor und mache keine Wertung. Das kann so gehen oder auch so gehen. Also es kann ja auch durchaus sein, dass wir in dem einen oder anderen Punkt überzeugt werden, dass hier die Behörden richtig gehandelt haben. Aber herzlichen Dank nochmal an alle Beteiligten, dass wir das jetzt so schnell zustande gebracht haben, weil es ist ja noch nicht allzu lange her. Da hieß es in manchen Zeitungen, wir können frühestens in einem Monat beginnen. Wir beginnen jetzt voller Tatkraft am Freitag. Herzlichen Dank.